Wir das Gerede und wir das Gerede am Nachmittag. Waren so zu produzieren, dass sie nicht länger halten. Also am besten, das beste Produkt ist eigentlich so konzipiert, dass ab dem Tag, an dem der Kunde davon überzeugt ist, dass er es braucht, am nächsten Tag kaputt geht, wenn man sich ein neues kauft. Also wie irgendwann mal bei der Formel 1 irgendein Mechaniker gesagt hat, wenn das Auto 1 Meter hinter der Ziellinie auseinanderfällt, dann habe ich es perfekt aufs Rennen abgestimmt gehabt. Super. Na, dann habe ich von nichts zu viel drin gehabt und von nichts zu wenig. Dann, na, wenn es 1 Meter hinter der Ziellinie auseinanderfällt, dann hab ich einen perfekten Job gemacht. Und so machen die das halt eben auch so. Die produzieren halt eben nichts mehr für die Ewigkeit. Nichts ist mehr für die Ewigkeit. Du kannst kein Geld mit Sachen produzieren, die für die Ewigkeit sind. Wenn nicht irgendwas irgendwann kaputt geht, kauft es ja keiner neu. So, und dann hast du halt eben, das finde ich halt zum Beispiel bei diesen C2C-Konzepten so geil, dieses Cradle to Cradle, die nicht nur die Sachen so bauen, dass das, was kaputt geht und nicht mehr gebraucht werden kann, quasi du ins Gebüsch werfen kannst und es da innerhalb kürzester Zeit verrottet und einfach wieder in den natürlichen Kreislauf übergeht. Sondern halt auch eben, dass wenn du zum Beispiel einen Staubsauger hast, wo dann das Gehäuse von kaputt ist, du aber trotzdem den Motor noch wieder brauchen kannst. Und nicht einfach nur für den nächsten Motor, sondern egal für was für eine Maschine das soll, dass das Aber so modulare weit denken die Sachen Menschen ja gar sind. nicht mehr. Ja, zum Glück denken Menschen doch noch so weit und lassen sich solche Sachen einfallen, die dann halt eben als Alternativprogramme dastehen. Von denen aber bisher halt eben auch nur die Leute wissen und erfahren haben, die sich sowieso von sich aus dafür interessieren. Ne, der RTL-Zuschauer bekommt da keinen Zugang zu. So, das gehört, ne, die sagen zwar immer, sie würden uns das zeigen, was uns interessiert, aber dem ist definitiv nicht so. Weil ich weiß, dass viel mehr Leute als im Moment davon wissen, definitiv interessiert an Sachen wie Permakultur wären oder so, wenn sie davon wüssten. Ja, voll. Also Ne, wie? wenn ich nicht mit Ubuntu angefangen hätte, ich hätte keine Ahnung, dass es das Wort Permakultur gibt, solidarische Landwirtschaft, Carsharing, Ja. Couchsurfing, keine Ahnung, woher auch. Eco-Housing. Ja. Und da auch hier Unschooling oder was weiß Aber das ich Ding was. ist halt, der Mainstream unterstützt ja diese Dinge nicht. Also weiß niemand davon. Eben. Wenn der Mainstream das unterstützt, wie Lieferdienste oder so, das kennt jeder, weil es Ja. ja auch unterstützt wird. Habe ich gestern noch mit dem Tommy drüber gesprochen, dass es eigentlich ja höchst wirtschaftsschädigend ist. Du bist ja ein Wirtschaftssünder, wenn du in deinem Garten selber irgendwas anbaust und wenn es nur ein Apfelbaum ist, weil dann Ja, sicher. brauchst du ja nicht mehr beim Apfelhändler einen Apfel zu kaufen, ne, und dann machst du ja dessen Geschäft kaputt. Es gibt ja dieses Bild auf Facebook, dass quasi Gemüse anpflanzen ist wie selber Eigenes Geld Geld drucken. drücken oder Ja. drucken. Ja, weil das so ist. Mhm. Und deswegen ist sowas natürlich. Ja, jetzt wirst du schon. Jetzt bist du nicht nur illegal, wenn du dein eigenes Gras anbaust, sondern jetzt bist du auch schon illegal, wenn du eine Kräuterhexe bist, die irgendwelche Kräuter im Garten hat. Dabei soll man im Einklang mit der Natur sein und irgendwie das System zwingt uns. Ja, nicht im Einklang mit der Natur zu leben. Ja, weil das System, dem wir hier irgendwie die ganze Zeit unterworfen sein sollen, halt mal eben einfach überhaupt gar kein Krass. natürliches Hey, ist. das ist allein das System ist schon eine Unterbindung vom Flow. Ja. Das Weil System versucht die ganze Zeit tatsächlich selber einen eigenen Flow zu kreieren. Das funktioniert aber nicht, weil das System die ganze Zeit forciert aber und der das ist echte das Flow. Gegenteil von Flow. Der echte Flow geht in Einklang mit der Natur. Ja. Voll. Funktioniert auch nicht anders. Das System ist ausbeuterisch, es ist forcierend ohne Ende und allein das ist das Gegenteil von Ja, Flow. wie wir vorhin geredet haben mit den Steuern. Also da 50%, da Ja. 20% und am Ende hast du gesagt, bleiben 10% Gewinn übrig. Ja, an Warenwert. Wenn du einkaufen warst und dein Geld weg ist,
hast du ungefähr für 10% von dem, was du ursprünglich mal an Verdienst mit deinem Arbeitgeber ausgemacht hast, tatsächlich in der Hand. Ja. So, und dann ist es halt eben auch eine absolute Frechheit, wenn man sich das mal genau überlegt, den Leuten zu verbieten. Guck mal, ich habe da jetzt 3,5 Wochen einfach wieder im Wald gelebt, ne, und habe da was gemacht, was ich eigentlich als Kind schon gemacht habe. Ich habe mir da eine Hütte hingebaut. Das habe ich als Kind schon gemacht. Vor 10 Jahren oder 11 habe ich den Leuten schon zeigen können, sogar über die Bild-Zeitung, wie man das, wenn man ein bisschen größer ist, dann tatsächlich sogar auch so machen, dass man darin komplett wohnen kann. Dafür brauche ich keinen Architekten, dafür brauche ich keinen Statiker. Und das ist natürlich wirtschaftsschädigend, weil dann würde ja keiner mehr, da würden sich alle Häuser bauen, wo sie keinen Architekten oder Statiker für brauchen. Und dann würde es vielleicht noch ein paar Aufträge für solche Leute geben, für irgendwelche Häuser, wo du wirklich einen Architekten und auch einen Statiker brauchst. Was dann Gemeinschaftshäuser vielleicht eher wären, die größer sind und stabiler sein müssen. Aber jedes Kind, sobald es krabbeln, laufen kann, fängt an, irgendwelche Sachen um sich rum zu drapieren und Höhlen zu bauen. Ich habe noch nicht ein Kind kennengelernt, das nicht gerne in der Höhle sitzt. In der Zelt, im Z sein Aus Zelt, im Fenster. Zimmer. Ja, aus Polstern, aus Decken, aus Tischen, Stühlen, was habe Aus ich früher, allem. aus allem Ja. habe ich mir Höhlen gebaut. Das war ein ganz natürlicher Impuls. Da habe ich doch vorher noch überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, was ich da mache. Das ist also was, was uns allen im Blut liegt, was uns allen mitgegeben ist. Und wenn ich sage uns allen, dann rede ich nicht nur von uns Menschen, dann rede ich von jeder verkackten Spezies, die in der Lage ist, ihre Behausungen selber zu bauen. Und wir haben dieselbe Fähigkeit immer noch, lassen es uns aber verbieten, weil wir uns einreden lassen, dass das aber auf jeden Fall nötig ist, dass wir eine Baugenehmigung brauchen, dass ein Architekt uns die Pläne liefert, dass ein Statiker die durchcheckt, ob die auch stabil genug sind und was weiß ich was. Was für eine Behinderung. Und wir nennen andere Menschen wie den Konstantin behindert und sehen nicht, wie behindert wir eigentlich uns selber verhalten, wenn wir so leben, wie wir Ich das glaube, das sollen. Autismus, das ist einfach nur eine andere Wahrnehmungsfähigkeit. Ja. Da Also kann ich einfach beneide viel. mitunter Ja. Autisten für ihre Fähigkeit, Sich gewissen abgrenzen. Sachen einfach einen Riegel Ja. vorzuschieben so, und mittendrin zu sitzen und sagen so, was soll so euer Ding? Hat mit mir gar nichts zu tun. Ja, voll. Weiß, wovon ihr redet und ich will es doch Und auch nicht ich wissen. glaube nicht, dass die unempathisch sind. Die nehmen nur so viel auf. Ey, überhaupt Die nicht. nehmen einfach alles Ja, gleichzeitig auf. genau. Deswegen zeigt dem Konstantin das Ding mit dem Schaltpult, Telefonzentrale, wo diese ganzen Connections da sind, der hat einfach das komplette Brett voll. Der hat jede einzelne Verbindung hat er und da weißt du gar nicht mehr, wo der Scheiß überhaupt noch hinkommt. Lernst du damit zu arbeiten, kommst du relativ schnell dahinter, dass du da Ordnung schaffen kannst und gewissen Energien einfach, dass du die kappen kannst. Indem du dir tatsächlich einfach vorstellst, wie du das Ding da raus willst. Das ist Da ein quasi geistiges alles, was du Ritual. wahrnimmst, ist so wie eine Telefonzentrale. Und Ja. was, wo du keinen Bock mehr hast, das steckst du einfach auf. Ja, genau. Was mir nicht gut tut, so, ey, sorry, legen wir auf. Ja. Kappen wir mal. Wir sind ja wirklich feinstofflich über die Bräuche mit, Der Silberschnur verbunden. ja genau, mit Schnüren verbunden. Die können wir wirklich feinstofflich ausstecken. Ja. Aber sowas lernt man halt auch nicht in der Schule. Nee, Leute, die das können, werden als behindert abgestuft. Also für mich ist das einfach ein großer Lehrer. Oder so, diese gerade Autisten waren für mich mega interessant, weil ich das beneidet habe. Ich habe die immer schon anders wahrgenommen als andere. Ich nehme schon, glaube ich, ewig behinderte Menschen anders wahr. Die sind nämlich für mich eigentlich gar nicht von sich aus behindert, sondern die sind behindert, weil die behindert werden. Weil die nicht ins Bild der Allgemeinheit passen, weil sie sagen, ja, aber du kannst ja das nicht. Und das.
Ja, und dafür kann er irgendwas anderes, was du nicht kannst, du Hottentotte. Zerleg So. einmal das Wort behindert. Das ist eigentlich nur was, was dich an irgendwas Ja, hindert, genau. um irgendwas zu Ja. entsprechen. Aber du wirst eigentlich von anderen behindert. Und Ja. bist nicht von dir aus angeboren behindert oder sonst irgendwas, Na, sondern. weil die Menschen sind ja glücklich. Also die wissen ja gar Also nicht, eigentlich dass ist sie behindert das sind. nicht behinderte Umfeld behindert, weil es nicht weiß, was es mit den Leuten anfangen soll. Ja, voll. Weil es in ihren komischen Kram nicht passt. Und da siehst du schon wieder, wie unnatürlich das eigentlich ist. Aber wenn du auch den Konsti angeschaut hast, innerhalb von Minuten kann der Didgeridoo spielen Ja. und rasselt dazu auch noch Ja. im Rhythmus. Ja. Sag das Auch mal sowas so hat einem es. unbehinderten Menschen, dass Ja, der das genau. in ein paar Minuten können Ja. soll. Kann er nicht. Ja, weil die zu viel denken. Ja. Das ist auch noch Und sowas, die was ich machen einfach. bei Autisten halt eben auch extrem geil finde. Die beobachten. Und die stellen hier teilweise 25 Mal hintereinander dieselbe Frage. Das musst du einfach wissen, dass das zu deren Gebrauch dazugehört. Dann stört das auch nicht. Dann finde ich das auch nicht behindert, sondern finde ich das interessiert. Ne? Manchmal, wenn man das nicht so ganz weiß, also da fühlt man sich dann verarscht. Ja, oder bist du zu blöd? Ich habe dir das doch gerade schon 5-mal gesagt. Na, Das ist eigentlich hat mein das schon bescheuertes Urteil, aufgenommen. wenn ich das sage. Aber wenn ich genau das mal sein lasse, dann werde ich merken, dass der das auch immer weniger tut und viel schneller auch Zugang Aber zu mir. eigentlich hat das aufgenommen, hat die Information schon gespeichert und wiederholt sie jetzt, Ja, damit sie bleibt. und ist dann drin. Ja. Und die Information geht nie mehr weg, wahrscheinlich, Ja. weil es wiederholt aufgenommen worden ist. Bei Konstantin war ich zwischendurch, der war ja auch mit unten im Wald, ne? Und dann fragte, ist der Bauch hier denn auch unten? Ja, ich sage, wenn wir da unten sind, dann ist der Bauch hier auch unten, weil im Moment läuft er neben dir her. So, jetzt ist er im Moment gerade nicht da. Da, wo ich mir echt zwischendurch nicht sicher war, ob er verstanden hat, dass ich der Bauchi bin. Doch, doch. Das hatte er sehr wohl Ja. verstanden. Er drückt sich einfach nur ein wenig anders aus. Ich glaube, was ihn wirklich beschäftigt hat, war eher die Frage, ich gehe jetzt mit dir da runter in den Wald. Bleibst du da bei mir oder lässt du mich alleine? Das war das, was ich gefühlt habe. So, und dann habe ich jede Frage, die von ihm kam, einfach entsprechend versichernd. Also, der Bauch ist dann auch da, gar kein Thema. Ja. So, ne? Und Genau. wenn der Bauch hier geht, kannst du auch mit dem Bauch hier wieder gehen. Genau. So, musst dann nicht alleine bleiben. Und dann war auch alles gut. Dann war die Fragerei beendet. Und der Bauch ist jetzt da, ne? Saßen wir, der Bauch ist jetzt da, ne? Ich sag, ja. Schön. Aber ich glaube, dass Die auch sprechen einfach eine wir, andere Sprache. ja, oder auch wir denken ja oft so, ja cool, jetzt sitze ich da und der ist auch da, aber das denken wir halt nur und sprechen es Ja, nicht aus und die sprechen es halt aus, genau. statt, ja, Weil oder? die halt über das reden, was sie wirklich beschäftigt. Die reden nicht über irgendeinen anderen Blödsinn, um davon abzulenken, Ist ja eigentlich wie auch, wir das die ganze Zeit tun. die sind eigentlich voll im Flow. Ja, wir sind die Behinderten. Und zwar richtig massiv geistig behindert, wenn man sich anguckt, was unsere Handlungen für Auswirkungen Aber haben. wir sind ja auch drauf trainiert. Ja, Durch eben, Schule, ne? durch Genau. Erziehung Aber das und ist unsere so. Behinderung. Dadurch sind wir tatsächlich behindert Deswegen sage worden. ich ja immer, das Schulsystem gehört einfach nicht neu aufgesetzt, sondern einfach Kinder lernen aus Neugier. Wenn wir Orte schaffen, wo wir sie neugierig auf gewisse Themen machen können, weil halt da gibt es eine Frau, die kann, weiß ich nicht, Ja, Permakultur aber weitergeben warum? und so. Brauchen wir gar nicht. Diesen Ort gibt es. Der heißt Welt. Und die Kinder, ich reg noch mal an, André Stern, kann ich nicht genug von kriegen, dem zuzuhören, weil es so inspirierend ist. Immer wieder. Und egal wie oft ich mir seine Vorträge anhöre, ich höre immer noch irgendwas Neues raus, was ich vorher noch gar nicht registriert hatte. Aber Kinder sind durchaus in der Lage, selber rauszufinden, was sie interessiert. Und wenn wir ihnen einfach diese Möglichkeit geben, brauchen die keinen Raum. Wir müssen den Kindern wieder vertrauen. Ja, Das und ist das, was wie sie denkst völlig du verlernt haben. jetzt, wir sind ja quasi vom alten System, wollen wir in die neue Erde gehen.
Und jetzt ist die Übergangszeit. Wie geht man jetzt am besten mit Kindern um? Wie gehen Eltern mit sich selbst um? Vor Wir sind allen ja Dingen konditioniert. würde ich wirklich, wirklich, wirklich mal empfehlen, diese bescheuerten Hierarchien fallen zu lassen. Und so zu tun, als wären Erwachsene mehr wert als Kinder. Das ist nicht nur anmaßend ohne Ende, das ist auch noch behindert ohne Ende. Das Wort Meine bewertet in sich. größten Lehrer, die ich in meinem Leben hatte, von denen ich die wesentlichen Sachen gelernt habe, waren Kinder und Tiere. Tito, was habe ich von und mit diesem Hund gelernt, wo ich heute nie wieder drauf verzichten wollen würde? Kindern kannst du ihre Unbedarftheit, das ist genau das, was uns alles flöten gegangen ist, einfach intuitiv aus dem Bauch raus, mit offenen Armen im Leben zu begegnen. Die können das noch, weil ihnen das angeboren ist, weil das etwas ist, was uns, das ist eigentlich unser Geburtsrecht. Und das haben wir uns nehmen lassen. Von Leuten, die uns dann aus dem Leben rausgerissen haben, um uns in Schulen zu stecken, die uns auf das Leben vorbereiten sollen. Wo ist denn da bitte der Sinn hinter? Wie soll mich denn eine Schule besser auf vor allen Dingen mein Leben vorbereiten als das Leben selber? Und da siehst du, dass das gar nicht stimmt. Es ist nämlich nicht dazu da, dass du was fürs Leben lernst. Was lernst du in der Schule? In jedem einzelnen Fach? Gehorsam. Dich unterzuordnen. Konkurrenz. Das ist auch was völlig Unnatürliches, Konkurrenz eigentlich. Das kam bei gestern, als ich mit dem Hannes drüber gesprochen habe, dass eigentlich das Gegenteil vom Flow Konkurrenz ist. Da ist und von Und vor allem, das Symbiose. beginnt ja auch in der Schule, du bist ja ständig im Von Kampf Synergie. mit Das Noten. Gegenteil von Synergie Ja. ist Konkurrenz. Da Aber läuft man nebeneinander her, hackelt der sich und. Ursprung ist ja in der Schule, weil du bist ständig im Kampf gegen Noten, gegen Zahlen und im Endeffekt immer im Kampf gegen dich selbst. Und später werden die Noten zu Gehaltszahlen und du bist wieder im Kampf gegen dieses fucking Geld. Und ja. Und bleibst drin und du stirbst drin. Ja, voll. Bis zum Und ich habe da nun mal Ende. einfach irgendwann keinen Bock mehr drauf gehabt. Das hat mich einfach fertig gemacht. Das hat mich endlos Energie gekostet. Das hat mich in die Klapse gebracht. Und zu verstehen, dass mich das in die Klapse gebracht hat, war, glaube ich, das Wertvollste, was ich in meinem Leben überhaupt hier in die Hände bekommen habe. Weil das hat mir die Möglichkeit gegeben, tatsächlich Dinge anders anzugehen. Und 15 Jahre weiter kann ich da sehr viel von praktischen Erfahrungen sprechen, wo ich anfangs so theoretische Erkenntnisse drüber hatte. Als ich verstanden habe, was mich in die Klapse gebracht hat, nämlich dass ich die ganze Zeit versucht habe, anderen gerecht zu werden und dabei mich selber völlig hinten angestellt bis ignoriert habe, bis ich nur noch so verkümmert, so ein kleines Flämmchen in mir selber war und der Rest einfach nur noch eine leere Hülle. Da ist mir dann, da hatte ich erstmal die theoretische Erkenntnis. Heute habe ich 15 Jahre Erfahrung, was das bedeutet, mein eigenes Leben zu leben. Und das macht für mich in der Umsetzung halt einen riesengroßen Unterschied. Es ist halt, ja, irgendwie ist mein Leben auf jeden Fall sehr viel lebenswerter geworden. Auch wenn nicht immer alles rosig ist. Ich habe auch immer noch meine Problemchen. Und das ist völlig okay so, Aber weil ich Leben ist ja auch lerne Lernen, das dadurch, genau, heißt, so. Vor allen Dingen hilft mir aber der Umgang mit meinen, der konstruktive Umgang mit meinen Problemen gerade, irgendwie vor Problemen gar nicht mehr so ein großes. Ja, okay, ist ein Rätsel, das löste. Wenn es nicht, wenn es sich dir, wenn das jetzt, du kannst es nicht umgehen, ja, dann knie dich halt ganz rein. Aber mach es mit einer Einstellung wie. Du halt auch vor einem Kreuzworträtsel sitzt, dass du jetzt gerade, wo du einfach, ich kann das. Ich kann das lösen. Ist ein Rätsel, kann ich lösen. Ja, Punkt. genau. So, und dann sitzt du da so lange, bis du es gelöst hast. So, und wenn jetzt so einer bist, der akribisch so ein Monk ist, der kein Kreuzworträtsel lösen kann, bis es nicht vollständig ausgefüllt ist, also vorher auch nicht aufhören kann.
Ja, das sind aber Leute, für die gibt es so Sachen wie Kreuzworträtsel-Lexika. Da schlägst du dann mal nach. Und lernst wieder irgendwas dazu. Genau. Aber irgendwann brauchst du das Lexikon nicht mehr. Weil du alles, was da drin steht, letztendlich dann auch so schon weißt. Und das Leben gibt dir Hinweise. Manchmal, ich finde immer so spannend, man geht auf Facebook und bekommt so Sprüche oder Ja, Bilder, genau, die das dir ist genau quasi den das Tipp geben, wo Lexikon. du gerade hinschauen Ja, sollst. das ist das Lexikon. Und dann hast du aber bei vielen Leuten das Problem, dass sie halt Was haben solche wir Zeichen überhaupt gar gestern nicht am sehen. See? Da war doch auch so im Beton war so ein Spruch. Ich weiß es nicht mehr. Aber das war auch so ein Hinweis. Was scheint denn da los? Ja, voll, es war voll essentiell. Deswegen haben wir es jetzt vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Ja, aber auch so, du gehst zum See, weil du zum See willst und plötzlich Ja. kommt eine Botschaft. Aber das war jetzt zum Beispiel auch sehr interessant, vor allen Dingen in den letzten 2 Wochen beim Tommy. Also wir haben eigentlich ab dem Tag, wo wir das erste Mal allein waren, war einfach so Netflix-Abend. Alles klar, Netflix-Abend. Haben wir einfach 2 Filmchen geguckt. Während dieser 2 Filme haben wir zwischendurch den Film immer wieder unterbrochen, weil wir da gerade was drin gefunden haben, was bemerkenswert war und dann auch bemerkt worden ist und angemerkt und drüber gesprochen. Einmal haben wir den ganzen Tag gebraucht, um den Film zu gucken, weil wir zwischendurch Stunden über das geredet haben, was das dann Ja, gerade eben. getriggert hat. Wir haben nicht einen Film in den ganzen 2,5 Wochen dann geguckt, wo wir nicht solche Aha-Effekte gehabt hätten. Ne, und Tommy sagte so, Alter, das ist wie Schule. Ja, ich sag genau so. Genau so nehme ich das auch wahr. Wenn mir gerade danach ist, einen Film zu gucken, dann suche ich mir auch intuitiv einen aus und ich weiß, irgendwas finde ich darin und werde am Ende dankbar sein, dass ich den Film geguckt habe. Ich finde Und wenn das der sowieso, letzte Scheißfilm war. wir sollten uns immer wieder mit unterschiedlichen Menschen Filme anschauen, weil du dann ganz andere Aspekte findest. Und du lernst jemanden tatsächlich, das hat mir ja auch über den Tommy viel gesagt. An welchen Stellen er wie reagiert. Das habe ich ja auch alles mitbekommen. Ich habe ja nicht nur stullen Film geguckt. So. Aber wir haben uns teilweise, haben wir da auch teilweise 4, 5 Stunden nebeneinander gesessen, ohne viel zu reden und haben die Filme reden lassen. Wussten aber so, ohne Worte zu reden. Aber Körpersprache ist auch was. Wo ist eine Situation, wo auf einmal jemand doch etwas gerührt, anfängt schwerer zu atmen, weil es ihn berührt, weil es für ihn was Wichtiges in seinem Leben ist und da gerade eine Situation aufgerufen wird, die, ne, so, das sind so auch so Sachen. Und dann halt eben alle möglichen Sachen. Ich habe dann halt auch ganz bestimmte Filme ihm zum Beispiel gezeigt, die ich halt kannte, wo ich sage, der wird dir gefallen. Aus den und den Gründen. Ne, um Six Underground geguckt, einfach Rebellengeist ohne Ende, so, ne? Und da waren halt ein paar coole Sachen dabei. Ready Player One, das habe ich ihm, das habe ich auch, weil ich sage, Tom, ich kann nicht mehr, ich gehe jetzt schlafen. Willst du noch irgendwas gucken? Mach ich dir was an? Ja, ich sag, weißt du was? Ich sag, dann mach ich dir jetzt im Ready Player One an. Und guckst du mal, wirst wissen, warum. Der hat mich am nächsten Morgen einfach nur angegrinst. Da wusste ich ganz genau, was Sache war. Und dann andere Filme, die ich überhaupt gar nicht kannte, wo wir dann halt eben zusammen die geguckt haben so und dann halt immer wieder irgendwelche Punkte darin gefunden haben, wo wir Erkenntnisse draus gesammelt haben, die wir jetzt haben, die wir anwenden können. Nur oder mich irgendwas zwischendurch erinnert hat, so, ich, guck mal, was der da gerade so, hier, Leertaste immer, ne? Stopp, guck mal, was der da gerade macht. Und beobachte es aus der Perspektive. Für mich ist das eins meiner Trainings, eins meiner, so gehe ich Dinge an. Und dann konnte ich es innerhalb des Films visualisieren, braucht es nicht zu Ich erklären. finde das so spannend. Super Tommy cool. spricht immer vom Training. Ja, genau, weil er auch Sein ein, ganzes ist ja Leben ist quasi ein Training, Training. ja. Das ist bei, da waren wir aber auch auf einer Welle, weil ich ja auch ständig im Training bin. Ja, voll. Ja. Ne, wenn ich von irgendwelchen Sachen sage, dass ich die jetzt schon seit 15 Jahren mache, dann drücke ich das meistens auch so aus, dass ich die halt jetzt auch schon 15 Jahre trainiere. Wenn mich Leute fragen, wie kannst du das, weil ich das trainiert habe.
Das ist nichts Angeborenes. Das ist nichts, was ich irgendwie jetzt irgendwie, vor allen Dingen was ich hätte, was du nicht könntest. Ich kann überhaupt gar nichts, was irgendjemand anders. Vielleicht kann ich, also ich kann nichts, was niemand anders kann. Und ich habe keine übermenschlichen Fähigkeiten oder sonst irgendwas. Und Doch, hast manchmal, also du. ich, ne? Ja, aber Aber weil ich die so hat auch trainiert habe, die jeder. hat jeder. Die sind nur bei mir deswegen erscheinen die übermenschlich, weil ich sie trainiert habe Weil und die andere anderen nicht, einen weil die Filter gar nichts drauf davon haben. wissen, dass sie das eigentlich auch Ja, könnten. das Ding ist ja auch, das ist ja wieder so ein Ding. Du lernst in der Schule Mathematik, Deutsch, analytische Dinge. Dadurch wird so ein Wahrnehmungsfilter auf die feinstofflichen Ebenen gegeben. Ja. Und würde der Filter weg sein, könnte jedes Kind wieder Telepathie lernen. Wir Nein, brauchen es es ja. bräuchte es nicht zu lernen. Das kann das schon im Ja. Mutterleib. Es verlernt es halt nur Es verlernt es irgendwann. nicht mal, es wird nur inaktiv, weil es nicht Ja. benutzt wird. Ja, es ist, also es, wir können ja gar nicht kommunizieren, ohne zu telepathieren. Ich sage immer Ja, noch, aber es dass gibt ja höhere Ebenen, der, ja, tiefere und oder aktivere Ebenen. trotzdem ist es so, dass der Großteil unserer Kommunikation immer noch telepathisch abläuft. Nur bekommen wir das nicht mit, weil wir es gewohnt sind zu reden. Und wenn wir nicht drüber gesprochen haben, sind wir uns nicht sicher, ob der andere es mitbekommen hat oder wie auch immer. Das kann man aber abgleichen. Aber du kannst ja wirklich die Gedanken von wem anders hören. Genauso in der Stimme, wie er sie denkt. Ja. Aber das können echt viele nicht mehr, weil ja keiner weiß, dass es überhaupt geht. Ja. Oder sie hören uns und bekommen es nicht mit. Oder denken sich, sie hätten sich gerade nur eingebildet. Und dann erzähl mal irgendjemandem, dass du Stimmen hörst. Da wirst du ja direkt eingeliefert. Ja, voll. So. Ja, aber irgendwo kennt das eh fast jeder so ein Erlebnis, wo er irgendwas hört, was gerade nicht da war. Oder irgendwas hört und voll, weil was völlig anderes hört als das, was eigentlich gerade war. Jetzt habe ich hier wieder ein anderes Setting. Also es war jetzt sehr interessant. Vorgestern kam, also an meinem vorletzten Tag, als ich das vorletzte Mal aufgewacht bin im Waldcamp, wurde ich geweckt. Beziehungsweise ich glaube, ich war gerade eh schon wach. Und dann höre ich so. Dann kommt da der scheiß Mähdrescher angefahren und macht das Feld platt. Das war aber jetzt ein Geräusch, das ich so nicht kannte. Ich hatte allerdings sofort irgendwie den Mähdrescher und musste sofort auch an André Stern denken. Das ist kein Wunder, dass wir dann an dem Abend André Stern geguckt haben. Der erste Gedanke nach dem Aufwachen galt quasi seinem Antonin, der und dieser Geschichte, wo er halt vom Opa diesen Mähdrescher-Modell-Dings da geschenkt bekommen hat und das aber im Winter mitten in Paris und das Konzept eines Mähdreschers für ihn mit 3,5 Jahren nicht zu greifen war. Er sich dann YouTube-Videos angeguckt hat, wo, okay, alles klar, das ist ein Mähdrescher, der fährt über Felder. Folglich war er dann den Winter über und bis in den Sommer rein mit nichts anderem beschäftigt, als quasi jede waagerechte Fläche im Haus irgendwie abzumähdreschen. Und dann fahren sie ein halbes Jahr später, irgendwann im Sommer, zur Erntezeit, fahren sie irgendwo lang übers Land und auf einmal schreit Antonine: Mähdrescher! Weil er ein Mähdrescher ist, ganz weit weg. Ja, kann André dann auch nicht, da ist dann in Stein gemeißeltes Gesetz, da musst du da stehen bleiben. So, also, weil der Junge jetzt gerade die Gelegenheit hat, einen Mähdrescher zu sehen, das erste Mal in seinem Leben, den echten. So, und das finde ich halt eben so toll an André Stern, der bleibt dann stehen und gibt seinem Kind die Möglichkeit, die Erfahrung zu machen, die es gerade machen will. Und ich so, ja, also, egal was du jetzt gerade willst, aber was ich war, ist wichtiger. Ist es Und wirklich wichtiger? das ist es halt so. Ne? Er sagt, nach 2 Stunden mussten wir dann wirklich mal weiter. Aber diese 2 Stunden hat der Antonin halt wirklich einfach mal einen echten Mähdrescher Ich glaube gesehen. ja, dass die Menschen sich zu wenig Zeit geben für alles. Sowieso. Das Weil hast du sie letztens auch geben schon sich gesagt. zwar So. Zeit, 40 Stunden zu arbeiten, was ja für mich Energievampirismus ist, weil oder mit Sklaventum zu tun hat.
Und die essentiellen Dinge, wie einfach 2 Stunden im Mähdrescher zuzusehen, die Zeit gibt es nicht mehr, weil die hat ja keiner. Es sei denn, du hast 8 Euro Eintritt gezahlt, um im Kino 2 Stunden mehr zu Genau. sitzen und zu hören. Ja, genau. Jetzt habe ich bezahlt, mir Zeit zu nehmen und für Ja, zwei Stunden genau. Und dann hast du die Mähdrescher. Berechtigung, aber sobald du da raus musst, auch schon wieder weiter. Ja. So, ne? Und eigentlich das ist, wo wir so krank im Kopf sind, wo wir so behindert, wo wir so geistig behindert sind. Heute in der Früh habe ich ja ein Video noch angeschaut und da sagt er, unsere Existenz ist allein dadurch, dass wir irgendetwas Aufmerksamkeit geben. Das heißt, Ja, da würden sind wir wir wieder. unsere Aufmerksamkeit nirgends hinlegen, würden wir nicht mal existieren. Ja. So wie Zumindest schlafen. könnten wir uns nicht wahrnehmen. Ich habe letztens auch mit wem geredet und dann so, eigentlich schlafen wir die meiste Zeit. Also die Hälfte oder ein Drittel von unserem Leben schlafen wir. Das heißt, eigentlich sind wir gar nicht hier. Wir sind auf jeden Fall woanders, aber wir Ja. sind dann ja auch irgendwo. Voll. So, das sind halt eben diese Paralleluniversen, in denen es halt Aber dort um geht die die es zum Beispiel auch in Aufmerksamkeit Eins mit nicht allem hin. geht. So, ne? Ja. Weil Aber. wie wechselst du, was steht im Buch, wie wechseln wir die Dimensionen durch unsere Aufmerksamkeit? Das ist wie ein schwarzes Loch. Ob du jetzt von hier aus in einen Tagtraum driftest oder so, wie ich das halt gestern erlebt habe, wo ich an dich gekuschelt einschlafe, um im Wald aufzuwachen. In der nächsten Sekunde. Ich habe diesen Dimensionswechsel so deutlich mitbekommen wie kaum einen davor. Und das war für mich nochmal so richtig so, wow, geil, das war Du cool. meinst vom Traum in die Ja. Realität, dieser Ja. Dimensionenwechsel. Spannend. Ja, ich krieg Ne, das immer ich mit. Für wirklich mich in ist das vollem normal. Bewusstsein habe ich an dich gekuschelt gelegen, bin friedlich und glücklich eingeschlafen und wache im Wald auf. In der nächsten Sekunde. Okay. Ja, ich gehe im Traum, gehe ich ja auch in. Also, wir gehen alle ins Jenseits oder wie auch immer man das Was ist Ganze das nennt. Jenseits? All die ganzen Parallelwelten, die gerade nicht das Diesseits sind. Ja, genau. Ja. Und. Also das ist eigentlich auch nichts Mystisches, wie viele Leute bewegen sich permanent im Jenseits und tun dann aber so, als müsste man Nee. erstmal sterben, um dahin zu kommen. Mein Papa und ich, für uns ist das normal. Ich so, hey, heute war ich bei der Oma, heute habe ich das gemacht. Und wenn du draußen das Leuten erzählst, so, Wie wie gucken die kannst du dich deine schräg an? Oma im Traum sehen und wie Ja. kann die sich so anfühlen wie damals? Und Ja. ich so, ja, aber mit meinem Papa kann ich halt drüber reden und das ist normal, weil Ja, wir weil es auch erleben das halt kennst. unser ganzes Genau. Leben so. Ja. Ja. Ich habe sowas zum Beispiel auch gehabt, wo ich bin in Wien gewesen und war auf einmal in Mallorca. Von einem Schritt auf den anderen. Und zwar war eine Brücke die Brücke. Ich bin in Wien über eine Brücke gelaufen, die mich so an Mallorca erinnert hat, dass ich oben auf der Brücke Seeluft geschnuppert habe, den Thomas ganz in der Nähe gewähnt habe, wusste, wenn ich jetzt da runter, die Sonne schien, und da war nichts mit Sonne, das war so ein grauer Tag, aber in dem Moment schien die Sonne, ich war voll da für ein paar Sekunden. Aber in dem Moment war ich auf Mallorca. Und habe mich auch mit meinem kompletten Körper da wahrgenommen. Ich habe mich gestern mit der Elli noch über wirklich auch physische, also übers Jumpen unterhalten. Das geht auch. Ich hätte auch in dem Moment tatsächlich physisch auf Mallorca sein können. Aber da fehlen mir noch so ein paar Sachen, wie halt eben auch beim Ja, ich krieg so Meditieren. weit hin, also mit einer Freundin, da bin ich halt öfters am Balkon gesessen und dann war ich in der Schweiz und sie halt auf ihrem Balkon in Graz und ich so, hey, ich setz mich jetzt mal feinstofflich neben dich. Und die hat wirklich so diese Energie von mir gespürt. Das sowieso. Ja. Aber halt auch, du kriegst auch das Grobstoffliche hinterhergezogen. Nur ist das sehr irritierend für alle. Also das ist auch so, wie wenn ich jetzt fliege. Ich weiß, dass ich gewissen. Also, es ist vor allen Dingen mein Verstand, der immer noch ausrasten würde, wenn ich es jetzt wenn ich tatsächlich mich erheben würde. Ich bin da selber, obwohl ich mich seit 2009 mit dem Levitieren beschäftige, immer noch nicht so weit.
dass ich dann im Traum mittlerweile kann ich es ja. Im Traum kann ich Ja, mittlerweile aber wir voll sind kontrolliert ja, fliegen. unsere Körper sind zu grobstofflich zum Teil. Das heißt, du dürftest kein Nikotin zu dir nehmen, kein Ja. Fleisch, kein nichts Süßes. Ja. Also eigentlich Der nur, was Zucker, Natur Salz. Ja, ist genau. und das Feinstofflichste davon. Dann ist dein Körper in der Lage, überhaupt abzuheben. Ja. Das, was wir alles täglich konsumieren, plus die Emotionen, die Hält wir uns halt eben konsumieren, verfestigt, ja. ja, das haltet uns einfach am Boden. Ja. Das Aber ist mir auch sind das solche Sachen Problem. schon passiert. Mir sind solche Sachen, dass ich mich inklusive meines Autos durch einen Tunnel bewegt haben muss, durch den ich auf einer Strecke auf einmal 2 Stunden weiter war. Ich habe für eine Strecke, die normalerweise mit meiner Reisegeschwindigkeit und schneller fuhr mein Auto nochmal einfach nicht, 5 Stunden dauert. Und dann ist das sehr befremdlich, wenn du auf einmal nach 3 Stunden schon da bist. Und du denkst, hä? Ja, das passiert. Und irgendwo muss ein Punkt gewesen sein, wo 2 Stunden übersprungen worden sind. Punkt. Ende aus. Weil da waren ja auch Zeugen drumherum, die sagen, ja, es ist aber jetzt gerade erst 3 Ja, Uhr. es gibt ja auch so Dimensionstore, wo du Ja. reinkommst und dann kommst du wieder raus und dazwischen die 2 Stunden sind weg. Es ist einer Freundin mal gegangen im Hotel. Sie ist einfach bei ihrer Tür vorbeigelaufen und die war nicht da. Sie ist durchgelaufen durch irgendwas und dann ist sie zurückgegangen und dann war die Tür schon wieder da, aber. Ja. Ist auch so ein Das ist wie bei Wahrnehmungsding. Männer, die auf Ziegen starren. Hast du den gesehen? Der Film fängt quasi an mit diesem Generaltyp, derselbe Schauspieler von Avatar, der super Arschloch da, der da halt eben die ganze Zeit da alle, der halt auch den Krieg forciert so richtig, ne? Und der sitzt halt in der ersten Szene da und sagt: Corporal, ich werde mich jetzt in das Büro nebenan begeben, steht von seinem Schreibtisch auf und rennt volle Pulle gegen die Wand. Psch! Und liegt am Boden. Schlussszene ist, da sitzt dann Ewan McGregor da, sagt: Corporal, ich werde mich jetzt in das Büro nebenan begeben, rennt volle Pulle los und rennt durch die Wand durch, ohne dass die Wand kaputt geht. Geht einfach durch. Weil es genau um solche Sachen halt bei Männern, die auf Ziegen starren, geht. Die halt eben, also das geht halt um diese Militäreinheit, die auch das Remote Viewing quasi entwickelt hat und sowas halt alles. Und sich mit paranormalen Fähigkeiten beschäftigt hat. Und paranormal finde ich definitiv ein gutes Wort, hat aber nichts mit übernatürlich zu tun. Para heißt ja quasi nur das, Einfach ist eine andere Normalität. genau. Wenn hier eine andere Normalität deine ist, dann kannst du da ganz andere Sachen drin machen als in anderen Normalitäten. Para Ja, halt. genau, Ja. parallel. Ja, voll. Was ich vorher noch dazu sagen wollte, zum Levitieren, wir müssen da ja ganz feinstofflich körperlich auch sein, damit das geht. Und die Menschen haben immer Angst, wenn sie jetzt kein Fleisch mehr essen, dass sie abheben. Dass sie dann nur Manchmal, mehr ja, nee, das fliegen. dann auch nicht. Das wird dann auch schon kontrolliert sein. Ja, eh, Aber, ne, also also es ist dieses nicht so, als Abheben fühlt sich würde. schon so an, wie aus dem Körper rausgehen, aber du bleibst trotzdem da, es passiert ja nichts. Ist aber trotzdem halt auch wirklich, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich in den letzten Jahren auch liebend gerne noch geraucht habe und zwischendurch irgendwelche Sachen zu mir genommen habe, weil ich, ey, Alter, du hebst gleich ab. Ja, eh voll, Und da war ich noch selber aber das nicht Ding ist, bereit wenn du für. durch die Angst, wenn du die Angst einfach annimmst und abhebst, du bleibst dann da. Es passiert nichts. Es ist nur so, dass das Umfeld sich verändert vielleicht, die Menschen, die eben nicht mit abgehoben sind. Weil du ja wirklich vielleicht sogar eine Also wenn du mich Dimension fragst, ist es sogar noch annimmst. ein Ticken anders. Du kannst gar nicht abheben. Du kannst auch nicht nach vorne gehen oder nach links oder rechts oder sonst irgendwas. Du kannst nur tun, Dimensionswechsel. als tust du das und projizierst alles um dich rum. Die Frage ist, wann bist du in der Lage, um dich rum zu projizieren, dass du gerade dein Arsch vom Sofa immer weiter weggeht.
Das ist einfach eine Perspektive, die wir nicht kennen. Da haben wir auch kaum Bilder zu. Und dann kannst du dir auch kaum vorstellen, wie das ist. Und wenn du das vorstellst, dann ist es schon relativ schwierig, weil solange du den Druck am Arsch noch fühlst, mit dem du aufs Sofa drückst, ist das natürlich. Aber da helfen, da gibt es auch wieder gewisse Sachen, die dann helfen. Aurelia im Buch zaubert ja Wasser herbei. Die Idee ist mir gekommen, weil eine Freundin mir erzählt hat, ihr Papa war irgendwo in Indien oder sonst wo. Und da war ein Mann, der hat seine Haare gebündelt und da ist Wasser rausgekommen. Ich habe das auch schon gesehen, dass einfach jemand so gemacht hat und ein Glas Wasser voll machen konnte. Genau. Ich habe das gesehen. Ich dachte, wie machst du das? Sagte, ich kann es dir nicht erklären, aber es ist nicht mein Schweiß. Und ich habe das Wasser getrunken. Ja, genau. Und dann gibt es auch noch so ein paar. Also es gibt einfach Leute hier, die dann aber auch irgendwie sich eher bedeckt halten mit sowas. Und bei denen weißt du dann aber auch, das ist halt eben keine Scharlatanerie, auch wenn die sich selber Scharlatane Aber nennen. was, die Flotology kann ja auch ein Platz werden, wo diese Menschen sich outen. Ja. Und nicht nur outen, sondern eher innen und dann öffnen und austauschen und dann halt eben mal auch ein großes Spektrum an Menschen Zugang zu solchen Inspirationen und Informationen in dem Moment auch bekommen. Ja, ich denke, wir sind einfach in einer Zeit angekommen, wo wir sein dürfen. Es gibt keine Hexenverbrennungen mehr oder so. Ja, du Chris, es gibt keine Hexenverbrennungen mehr, aber lauf mal draußen ohne Mundschutz rum, bist du sofort ein Nazi. Also viel hat sich da echt nicht getan. Also, ne, und sie würden dich immer noch an die Wand stellen. Aber mit dem Ansatz erzeugst du wieder Angst, dass die Menschen nicht sich präsentieren, wie sie sind. Ich glaube nicht, weil ich glaube, ich triggere gerade eher den Trotz, es trotzdem zu tun. Also das ist aus meiner Perspektive auch genau das gewesen, was mir letztendlich dabei geholfen hat, tatsächlich Dinge anders anzugehen. Es war nichts anderes als mein gesunder Stolz. Irgendwo, als ich 32 war, da war der Tag da, an dem ich eins unumstößlich begriffen habe. Und ich habe Rotz und Wasser geheult, als ich es begriffen habe. Wie sehr und wie viel und in was für einem Maße ich mich selber in meinem Leben von anderen habe verarschen lassen. Ich kam mir so schäbig vor, habe ich gesagt, was ist denn mit dir los? Als ich halt festgestellt habe, wie diese ganze Verarschungsmaschinerie auch funktioniert. So, wie das, und ich weiß, das war die größte Hemmschwelle meines Lebens. Mir einzugestehen, dass ich mich mein ganzes Leben lang habe verarschen lassen. Und dass das mit der Grund war, warum ich irgendwann mit 30 in der Klapse gelandet war und da irgendwie den Eindruck, den helfenden Gedanken bekommen habe, Freund, irgendwas in deinem Leben hast du falsch verstanden. Und dann aber nicht wusste was, folglich alles unter die Lupe nehmen musste und dann bei so vielen Sachen dahinter gekommen bin, dass sie nicht stimmen. Bis hin zu Sachen unter die Lupe genommen, ist eins und eins wirklich gleich zwei. Und selbst da dahinter gekommen, dass das nur nach Adam Riese stimmt. Aber die Formel für Synergie ist eins plus eins größer zwei. Ist nicht dasselbe. Also da hat Adam Riese offensichtlich überhaupt gar nicht dran gedacht. Ja, eins und eins Aber kann in vieles sein. eins und eins, wenn Kann sogar ich. wieder eins sein, eins mit allem. Ja. Ja. Ja, jetzt ist echt die Frage, wie beenden wir diese Videos? Jetzt haben wir einfach die Kamera hingestellt und im Gespräch habe ich auf Play gedrückt. Ja, dann drückst du im Gespräch auch einfach wieder auf. So habe Aus. ich das mit der Martina, mit dem einen auch gemacht. Hier, das, du dumme Sau. Hier, wo wir den Kinski nachgemacht haben. Ich habe sogar vergessen, den Flugmodus einzuschalten. Jetzt kommen immer Rot-Rote. Ja, Ja. das sind die, wie können wir die denn nennen? Zwischengespräche. Gespräche mit Gespräche mit Mädli Gott. und Bauchi. Das ist wieder missverständlich. Ja, aber hey, das haben wir mit der Flotology schon definiert. Ja, eben, Ich bin genau. Ja, Gott, genau, jeder ich ist auch, Gott, genau. jede Zelle von allem ist Ist Gott, Gott. ja.
Und die Religionen haben ja dazu geführt, dass wir getrennt sind Ja, genau. von Leben von Ja. Gott. Ja. Hat Papst Johannes Paul II. Noch als Dekret erlassen und zur Todsünde oder sowas erklärt, sich selbst mit Gott zu vergleichen. Also auf der Suche nach Gott, sich selbst mal in den Fokus zu rücken. Da bist du bei den, das ist Alle Twitter, was suchen du, Gott und das jeder du. findet sich am Ende selber. Oder diesen Non-Dualismus, dieser, die Einheit. Jeder sucht eigentlich wieder nach zu Hause. Ja. Dabei sind wir zu Hause, Ja. wenn wir in uns gehen. Es ist tatsächlich dabei sehr hilfreich, in die weite Welt hinauszugehen, weil da lernst du dich dann wieder kennen. Und triffst auch Gott auf dem Weg. Aber das schaffst du nicht, wenn du eingemummelt in deinem komischen Konstrukt bleibst, das du Leben nennst, wenn du lebst, wie du sollst. Da kannst du Kirchen und irgendwelchen Gurus hinterherlaufen, wie du willst. Bringt gar nichts, solange du nicht darauf kommst, dass du dein Guru bist und dein höheres Selbst das ist, was du suchst, was du mit Gott versuchst zu bezeichnen. Diese Führung, Aurelia. die höhere, die uns führt und leitet. Aurelia ist wie ein höheres Selbst, das spricht. Ja. Voll. Ich weiß.